Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Regressionsannahmen in R und um das Erstellen robuster Standardfehler. Für dieses Video habe ich mir Folgendes vorgenommen. Als erstes möchte ich darauf eingehen, wie man eine visuelle Inspektion des Regressionsergebnisses durchführt, denn da kann man bereits einiges sehen. Dann möchte ich auf die Varianz-Inflationsfaktoren eingehen. Das sind ja jene Maßzahlen, die helfen, Multikollinearität aufzudecken. Dann möchte ich auf Testverfahren, auf Normalität der Residuen eingehen, Tests auf Autokorrelation durchführen und Tests auf Homoskedastizität durchführen. Zuletzt, wenn wir Heteroskedastizität feststellen, möchte ich robuste Standardfehler berechnen. Ich wechsle zu R und dann geht's los. So, ich bin wieder in R angekommen und dieses Video basiert auf dem Grundlagenvideo OLS-Regression in R. Aus diesem Grund habe ich hier schon eine kleine Vorbereitung drin, nämlich das, was in dem anderen Video bereits gemacht wurde. Nichtsdestotrotz, ich möchte das gerne kurz einmal durchführen, was hier gemacht wurde. Zunächst einmal eine Überschrift OLS-Regression in R, die erweitere ich jetzt selbstverständlich um das, was wir jetzt machen. Dann haben wir hier oben einen kleinen Abschnitt Datenimport. Hier wurden die Daten aus Excel importiert. Was für Daten liegen hier vor? Hier liegt mein Lieblingsdatensatz vor, der Datensatz Real Estate. Den können wir uns hier einmal anschauen. Man muss sich das vorstellen wie eine Datenbank von ImmobilienScout24 oder Immonet.de. Wir sehen hier 1000 Immobilien, die auch durchnummeriert sind mit einem Vektor Observe, der einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter durchnummeriert. Wir sehen hier den Typ der Immobilie, ein Haus. Attached steht für Reihenhaus oder Doppelhaus und Flat steht eben für ein Apartment oder eine Wohnung. Dann sehen wir hier die Einschätzung eines Maklers, ob es sich um eine luxuriös ausgestattete Immobilie handelt oder eher um eine normale. Wir sehen hier die Quadratmeterzahl, wir sehen die Entfernung aus dem Zentrum der Stadt in Kilometern. Wir sehen, ob es sich um eine Universitätsstadt handelt, falsch oder wahr, false oder true kodiert. Wir sehen hier den Preis der Wohnung und wir sehen, ob diese Wohnung zu dem Preis bereits verkauft wurde oder nicht. Diese letzte Variable spielt jetzt aber in der Regression keine Rolle. Dann in einem zweiten kleinen Schritt ist die OLS-Regression einmal durchgeführt worden. Wir haben hier eine Modellvariable gebildet und in dieser Modellvariable ist das Ergebnis der Regression abgespeichert, denn hier wurde LM durchgeführt, Linear Model. Es wurde also eine OLS-Regression gemacht. Diese OLS-Regression folgt dem hier angegebenen ökonometrischen Modell, das heißt der Preis wurde erklärt durch den Typ der Wohnung. Der wird hier natürlich aufgespalten und damifiziert. Luxury, auch aufgespalten und damifiziert. Quadratmeter nicht, ist metrisch. Distance to Center ist auch metrisch. Und Universe ist im Grunde schon eine Dummy-Variable. Und das Ganze natürlich basierend auf dem Real Estate-Datensatz. Danach wurde die ANOVA-Tabelle errechnet und es wurden diverse Informationen des OLS-Modells extrahiert. Das erste, was wir nun machen wollen, ist eine visuelle Inspektion dieses OLS-Modells. Und dazu macht man etwas komplett Einfaches. Man verwendet den Plot-Befehl und übergibt dem Plot-Befehl die Modellvariable mod OLS1, das ist ja die Regression, die hier oben in Zeile 11 gerechnet wurde, und die übergibt man dem Plot-Befehl. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir sollen einmal Return drücken, wird hier unten in der Konsole angezeigt. Und jetzt bekommen wir unseren ersten Plot und das ist Residuals versus Fitted. Hier sehen wir die
Fitted Values. Die Fitted Values, das sind ja genau diejenigen, die praktisch auf der Geraden liegen. Was sehen wir hier also? Wir sehen sozusagen eine Prognose des Immobilienpreises, denn wir wollen ja den Immobilienpreis erklären. Je weiter rechts, desto höher der Immobilienpreis. Und wir sehen hier die Residuen aufgetragen. Wie sollte jetzt dieser Plot aussehen? Im Grunde genauso wie hier. Man sollte ein relativ zerstobenes, eine relativ zerstobene Punktwolke erkennen. Auf was muss man hier achten? Erstens, man kann hier ungefähr abschätzen, ob die Residuen normal verteilt sind. Also um diese rote Linie herum, die Nulllinie, sollten sehr viel mehr und an den Rändern oben und an den Rändern unten sollten sehr viel weniger Punkte zu erkennen sein. Anhand dessen sieht man also die Normalverteilung der Residuen. Zweitens sieht man hier Indikatoren für Heteroskedastizität aufblitzen. Beispielsweise, wenn wir hier einen trompetenförmigen Verlauf hätten, wenn also hier sehr eng um die Nulllinie streuen würde und hier sehr weit um die Nulllinie streuen würde. Das gleiche gilt auch umgekehrt, wenn hier sehr weit um die Nulllinie streuen würde und hier sehr eng um die Nulllinie streuen würde. Denn das bedeutet ja, dass die Standardfehler komplett falsch geschätzt werden, dass die Standardfehler abhängig sind von der Höhe des Preises in diesem Fall. Und das wäre ja schlecht. Das Besondere an diesem Plot-Befehl ist jetzt, dass er mehrere Plots auswirft und wir jedes Mal nur Enter drücken. Das müssen wir allerdings in der Konsole tun, also drücken wir jetzt Enter. Als zweiten Plot bekommen wir einen QQ-Plot. Der QQ-Plot ist ein ganz typischer Plot, den man benutzt, um Verteilungen mit ihren theoretischen Verteilungen zu vergleichen. In diesem Fall natürlich die Verteilung der Residuen mit der normalen. Und hier werden die standardisierten Residuen sortiert natürlich nach ihrer Höhe und hier die theoretischen Quantile der Normalverteilung aufgetragen. Im Idealfall liegen die alle auf der Hauptdiagonalen, die hier als gestrichelte Linie gezeigt wird. Und man sieht hier gleich, dass hier ein paar ein bisschen weiter daneben liegen und da sind auch Nummern angegeben. Und diese Nummern, das hier ist zum Beispiel die 854. Beobachtung, die sagen aus, überprüft doch mal diese Beobachtung, da ist etwas auffällig. Bei der 270. vielleicht auch und bei der 950. oder ist es die 95.? Es ist die 95. dort natürlich genauso. Aber alles in allem ist das schon ein sehr zufriedenstellender Plot. Hier sehen wir nochmal einen Plot, der sehr ähnlich dem ersten ist. Wir sehen wieder die Fitted Values, also im Grunde den Preis des Gebäudes, aber wir sehen jetzt hier standardisierte Residuen. Hier gelten im Wesentlichen die gleichen Regeln, die auch beim ersten Plot auftauchen. Sehen wir ein trompetenförmiges Verhalten, egal wie rum die Trompete gehalten wird, dann deutet das auf Heteroskedastizität hin. Auch hier wieder bestimmte Punkte, die herausgearbeitet sind. Das sind auch die gleichen. Die sind so extrem, dass der Computer sie als überprüfenswert sieht. Und das dritte, das ist schon gar nicht mehr so leicht zu verstehen, das ist Residuals versus Leverage. Hier sehen wir die standardisierten Residuen auf der Y-Achse und hier sehen wir den sogenannten Leverage. Was ist der Leverage? Der Leverage sagt aus, wie weit bestimmte Punkte von den restlichen Punkten entfernt sind. Leverage heißt der Hebel und man kann sich ja vorstellen, dass weit entfernte Punkte Ausreißer sind. Ausreißer können ja einem den Spaß an der Regression verderben, weil sie die Regressionsgrade anziehen wie ein Magnet eine Kompassnadel. Insofern sind Ausreißer sehr weit außen liegende Punkte, die also weit entfernt von der sonstigen Punktwolke liegen. Und solche haben eben einen Leverage, also eine besondere Hebelwirkung auf die Regression. Mit anderen Worten, ist das Residuum besonders groß, also entweder nach oben weit weg oder nach unten weit weg,
dann deutet das ja natürlich darauf hin, dass der Punkt schon weit entfernt liegt von der Regressionsgeraden. Und ist dann noch der Leverage besonders hoch, dann hat man natürlich sehr verdächtige Punkte. Und jetzt sehen wir auch, warum 854, 11 und 95 hier markiert sind. Bei denen kommt beides zusammen. 95, 11 und 854 haben hohe standardisierte Residuen und auch einen hohen Leverage, können also eine hohe Wirkung auf die Regressionsgrade haben. Hier ist noch ein bisschen angedeutet Cook's Distance. Cook's Distance ist auch ein Maß dafür, wie stark wir hier Ausreißer vorliegen haben. Das wird hier irgendwie nicht eingeblendet, aus dem Grund, weil vermutlich die alle noch halbwegs im Rahmen sind. Normalerweise sieht man hier so einen Fingernagel herumgezeichnet mit roten Linien. Alles, was außerhalb von diesem Cook's Distance Fingernagel liegt, muss dann überprüft werden. Das war auch schon der letzte Diagnostic Plot. 4 Stück kommen dabei heraus und dann kriegt man auch die Konsole wieder freigegeben und kann weiterarbeiten. Das zweite Thema, was wir angehen wollten nach der visuellen Inspektion, sind ja bestimmte Testverfahren bzw. die Varianzinflationsfaktoren, mit denen wir auf Multikollinearität überprüfen. Das trage ich auch mal schnell in unseren Code ein. Oder ich schreibe dazu Varianz-Inflationsfaktoren als Test auf Multikollinearität. So, da haben wir es. Und dafür brauchen wir mal wieder ein Package. Und zwar heißt das Package car. Ich führe das einmal aus. Oh, das ist auf diesem Rechner noch gar nicht installiert. In dem Fall müssen wir es natürlich kurz installieren. Das machen wir mit dem install packages Befehl in Klammern und Anführungszeichen. Geben wir jetzt car ein und installieren das hier. Das dauert ein paar Sekunden, dürfte aber auch nicht zu lange dauern. Und das war es auch schon, das Package ist jetzt installiert. Da ich dieses Install Packages nie wieder durchführen muss, kann ich das jetzt auskommentieren, wenn noch nicht erledigt. Install Packages, wenn ich jetzt den Code weitergebe, dann kann, wenn das jemand anderem auch passiert, car ist noch nicht installiert, kann man einfach mit Enter diesen Befehl aus dem Kommentar herausholen, einmal ausführen und ihn auch wieder verschwinden lassen. Jetzt muss natürlich das Library noch geladen und gestartet werden. Das ist jetzt damit erledigt. Und jetzt können wir die Varianz-Inflationsfaktoren errechnen mit dem VIF, Varianz-Inflationsfaktoren oder Variance Inflation Factors. Und auch dem Befehl übergeben wir einfach die Modellvariable mod OLS1 und wir bekommen die Varianz-Inflationsfaktoren angezeigt. Hier unten sehen wir sie. Es gibt für jede Variable, die eingeht, jeweils einen Varianz-Inflationsfaktor. Und wie muss man die jetzt lesen? Ich schreibe das einmal in den Kommentar rein. Also, VIF ist kleiner als 4. Das heißt, alles in Ordnung. Oder eben grüne Ampel. Dann der Varianz-Inflationsfaktor liegt zwischen 4 und 10. Das heißt, Ampel ist auf gelb. Achtung! Und das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass der Varianz-Inflationsfaktor größer ist als 10. Das heißt, rote Ampel, hohe Multikollinearität. Diese Variable besser entfernen. Okay, wir sehen, das ist hier nicht der Fall. Keine der Variablen hat
irgendwie eine rote Ampel oder auch nur eine gelbe. Der höchste Wert, den wir haben, den sehen wir hier mit 3,1. Ist also völlig unkritisch. In einem Paper würde man wahrscheinlich nur den höchsten auftretenden Wert angeben. Die Regression wurde auf Multikollinearität überprüft. Die der höchste gefundene Varianzinflationsfaktor betrug 3,1 und wird als unkritisch erachtet. Punkt. Das würde man so schreiben und dann ist die Sache auch erledigt. Man würde nicht alle angeben, das interessiert keinen Menschen. Prima, damit haben wir die Varianzinflationsfaktoren genutzt, um auf Multikollinearität zu überprüfen. Dann kommen wir doch jetzt zum Test auf die Normalität der Residuen. So, jetzt muss man natürlich überlegen, Verteilungstests gibt es ja wie Sand am Meer. Einige davon sind geeigneter und einige davon sind weniger geeignet, um Residuen zu überprüfen. Wir können die alle im Grunde durchgehen. Es gibt natürlich den Hie-Quadrat-Test, es gibt natürlich den Kolmogorov-Smirnov-Test, es gibt den Kolmogorov-Smirnov-Lillefort-Test, es gibt den Jacques-Berard-Test, es gibt den Shapiro-Wilk-Test und es gibt den Anderson-Darling-Test. Die wollen wir uns jetzt auch alle mal angucken. Alle gemeinsam haben sie Null-Hypothese bzw. Alternativhypothese und die sollten wir hier auch mal aufschreiben. Also die Null-Hypothese ist jeweils die Normalverteilung. Ich schreibe das natürlich mit einem großen H, ist ja richtiger. Und die Alternativhypothese ist hier nicht Normalverteilung. So, dann wissen wir, ist der P-Wert unter 5% oder unter dem von uns angestrebten Signifikanzniveau, dann landen wir automatisch bei der Ablehnung der Nullhypothese und wir nehmen die Alternativhypothese der Nicht-Normalverteilung an. Fangen wir mit dem Chi-Square-Test an. Schreibe ich auch mal hin. Und für den Chi-Square-Test benötigen wir ein Library und das heißt NOR-Test. Das dürfte auf diesem Rechner nicht installiert sein. Richtig, also hole ich das kurz nach. So, das war es auch schon. Und das Installationskommando lasse ich natürlich auch wieder im Kommentar verschwinden. Das Library einmal laden und starten und schon kann man den Chi-Square-Test durchführen. So, was wir jetzt hier benötigen, ist ein Vektor der Residuen. Den haben wir noch nicht, also müssen wir den noch basteln. Das müssen wir kurz noch nachholen. Aber wir wissen ja schon, wie man die Residuen ausliest, denn das haben wir im letzten Video bereits gemacht. Also mache ich hier eine Zeile, Vektor Residuals und dort kommt Residuals mod.ols1. Zack. Und jetzt können wir den Pearson-Test auf diesem Vektor durchführen. Also den Chi-Square-Test, der ja von Pearson stammt. Und wir brauchen hier noch einen Parameter. Adjust gleich false. Und führen den Pearson-Chi-Square-Test einmal durch. Und wir erhalten einen P-Wert von 0,59. Das ist also unkritisch, ne? Weil wir schauen nochmal nach. Wir bleiben ja bei der Nullhypothese, weil wir nicht unter 0,05 oder unter einem anderen Signifikanzniveau bleiben. Also sind wir im Bereich der Normalverteilung.
So, kommen wir zum Kolmogorov-Smirnov-Test. Für den Kolmogorov-Smirnov-Test benötigen wir ebenfalls das Library-NOR-Test. Aus diesem Grund kopiere ich einfach diese beiden Zeilen da nochmal hin, einfach nur um den Leser daran zu erinnern, du brauchst hier das Library-NOR-Test. Okay, und jetzt führe ich das durch mit ks.t.test. Auch hier muss ich wieder den Vektor der Residuen übergeben. Ich muss angeben, dass ich auf Normalverteilung testen will, R-Norm. Und ich muss eine Alternative mir aussuchen. Alternative. Und zwar möchte ich das als Two-Sided-Test erledigen. Gut. Und schon haben wir ihn errechnet. One sample Kolmogorov-Smirnov-Test. Hier ist der P-Value sehr klein. Aber Achtung, der Kolmogorov-Smirnov-Test an sich ist problematisch, was Regressionsdiagnostiken angeht, weil bestimmte Parameter hier nicht geschätzt werden dürfen, die aber geschätzt sein müssen. Daher dieses Ergebnis nicht überbewerten. Es gibt hier eine Alternative und zwar den Kolmogorov-Smirnov-Lillefort-Test. Den mache ich gleich darunter. Auch für diesen benötigen wir das Library-NOR-Test. Und das ist der Lilly-Test. Und dem übergeben wir einfach den Vektor der Residuals, führen ihn einmal durch und auch hier bekommen wir wieder einen völlig unkritischen p-Wert, der sogar dem vom Chi-Square-Test sehr stark ähnelt. So, kommen wir zu dem nächsten Test. Und zwar handelt es sich dabei um den Jacques-Berard-Test. Das ist tatsächlich ein explizit für Residuen geschaffener Test. Leider ist der relativ schwer durchführbar. Den muss man sich nämlich zunächst einmal herunterladen. Das möchte ich an dieser Stelle nicht durchführen. Ich gebe allerdings mal die Internetadresse an, beziehungsweise ich werde sie unter dem Video hier verlinken, so dass man unterhalb dieses Videos einfach sich dieses Package herunterladen kann. Ich schreibe hier einfach nur herunterladen von Uni Trier. Link in der Videobeschreibung. Wie würde man ihn dann durchführen, wenn man ihn heruntergeladen hätte? Das Library heißt dann Desk. Ich kann das jetzt natürlich nicht starten, weil es nicht heruntergeladen ist. Und man kann dann mit jb.test und dann das Modell ULS1 und damit kann man den Jacques-Berard-Test durchführen. Ich lasse das hier alles in Kommentaren verschwinden, denn all das ist jetzt nicht funktionsfähig und ist es eben auch standardmäßig nicht. Der nächste Test, den ich zeigen möchte, ist der Shapiro-Wilk-Test. Und der Shapiro-Wilk-Test ist Teil des Stats-Packages. Den kann ich auch so durchführen. Das Stats-Package ist automatisch immer geladen. Ich brauche es nicht zusätzlich zu laden oder herunterzuladen oder zu installieren. Insofern der Shapiro-Test funktioniert auch immer so. Auch hier sehen wir ein PW. Value von 0,6 ist also an dieser Stelle völlig unkritisch.
Dann gibt es vom Shapiro-Wilk-Test eine Sonderform. Das ist der Shapiro-Francia. Test. Und der ist wieder spezifisch für die Anwendung von Residuen geeignet. Der ist auch im NOR-Test. Habe ich jetzt schon bei zwei Tests verwendet, brauche ich jetzt nicht nochmal zu starten. Und der wird SF-Test und auch der Vektor der Residuen. Und wir sehen auch hier einen völlig unkritischen P-Value im Shapiro-Francia-Test. Das ist übrigens eine gute Alternative zum Jacques Bérard, den man ja erstmal herunterladen möchte. Also Kolmogorov ist nur noch Lillefort und Shapiro-Francia, Verzeihung, da fehlt ein R, sind natürlich tolle Alternativen. Und last but not least, der Anderson-Darling-Test. Auch das Library-NOR-Test. Auch das brauche ich nicht auszuführen. Und AD-Test. Und auch der völlig unkritisch. So, ich glaube, damit haben wir unsere Residuen schon mal tot getestet. Ich kann aber beruhigen. In der Empirie kriegt man die fast niemals auf normal. Meistens wird die Normalität abgelehnt. Das liegt alleine daran, dass wir bei Kapitalmarktdaten häufig die Fat-Tail-Problematik haben, sodass auch die Residuen entsprechend ausschauen. Und das schlägt natürlich auf diese Testverfahren durch. Das ist für eine Regression und auch für eine Panel-Datenregression kein zu kritischer Test. Insofern kann man da ein bisschen beruhigt sein. Die meisten Wissenschaftler geben auch die Ergebnisse dieser Tests nicht an, weil sie sie niemals auf normal verteilt bekommen. So, ein Test auf Autokorrelation. Der Test auf Autokorrelation ist natürlich nur dann wichtig, wenn ich Zeitreihen oder lange Panel oder ähnliches habe. Das habe ich hier natürlich nicht. Der typische Test, der hier durchgeführt wird, ist der Durbin-Watson-Test. Und das macht man mit DW-Test. Und da übergibt man die Modellvariable und bekommt das Ergebnis des Durbin-Watson-Tests. Und der zeigt von selber an, Alternative Hypothesis, True Autocorrelation is greater than zero, wird aber in diesem Fall nicht erreicht. Wir bleiben bei der Null-Hypothese, der P-Wert ist 0,4. Hier ist die Durbin-Watson-Statistik. Ein Wert, der nah an 2 liegt, ist ein... Ein Wert, der nahe an 2 liegt, ist hier ein Indikator für Nicht-Vorliegen von Autokorrelation. Und wir sind hier bei 1,99. Dadurch erklärt sich auch der P-Value. Kommen wir nun zu dem wirklich wichtigen Test, nämlich zum Breusch-Pagan-Test. Wir testen jetzt auf Homoskedastizität. So, hierfür brauchen wir auch wieder eine Nullhypothese und eine Alternativhypothese. Also H0, die Nullhypothese ist, die Varianz ist konstant, also Homoskedastizität. Und die Alternativhypothese ist, Varianz ist inkonstant, dann sprechen wir von Heteroskedastizität. Der Breusch-Pagan-Test ist auch in einem Library und das ist das LM-Test-Library.
Das ist bei mir schon installiert. Nichtsdestotrotz, wenn das noch nicht installiert sein sollte, install.packages. Das lasse ich aber bei mir wieder im Kommentar verschwinden und führe es nicht aus. Wenn noch nicht erledigt. Und jetzt können wir den Test durchführen mit BP-Test. Und wir übergeben wieder die Modellvariable. Und wir erhalten einen P-Wert von 0,34. Wir bleiben also bei der Nullhypothese. Wir haben Homoskedastizität, das ist das Beste, was passieren kann. Heteroskedastizität müssten wir ja einschreiten. Wir simulieren jetzt mal, als wäre es so, als hätten wir Heteroskedastizität vorliegen und korrigieren die Standardfehler mit der Whites HC0 Methode. Also das Ganze bekommt wieder eine Überschrift. Heteroskedastizitätsrobuste Standardfehler. Okay, auch hierfür benötigen wir wieder ein Package, und zwar das Sandwich Package. Das Ganze laden wir mit dem Library-Befehl. Bei mir ist das installiert. Wer es noch nicht hat, benutzt natürlich den Befehl install.packages. Klammer auf, in Anführungszeichen, und dann natürlich Sandwich. Das muss bei mir gar nicht sein, weswegen ich jetzt diese Zeile hier auskommentiere. Okay. Mit dem Sandwich-Befehl, ich mache das jetzt hier in mehreren Schritten, man kann das natürlich auch relativ schnell in einem machen, wird man zunächst einmal die Standardfehler oder beziehungsweise die Kovarianzenmatrix korrigieren. Insofern mache ich jetzt eine Kovarianzenmatrix und die nenne ich auch OLS1, weil sie ja zu diesem Modell dazugehört. Und das macht der Wyckoff-HC-Befehl. Diesem Wyckoff-HC-Befehl wird zunächst das Modell übergeben, beziehungsweise die Modellvariable mod.ols1. Und man kann hier noch wählen, mit welcher Methodik das geschieht. Die Standardeinstellung ist hier HC3. Ich verwende jetzt mal HC0, also so das ganz ursprüngliche. Die Unterschiede da geht es ein bisschen darum, wie groß die Stichprobe ist. Also HC0 ist bei sehr großen Stichproben durchaus angemessen. HC1 und so weiter korrigieren bei kleineren Stichproben, die konvergieren aber bei großen Stichproben gegen die gleichen Ergebnisse. So, das einmal durchgeführt, dann hat man jetzt hier eine große Matrix, beziehungsweise so groß ist sie gar nicht, eine 7x7 Matrix mit Kovarianzen. Und diese Kovarianzmatrix kann man in robuste Standardfehler umwandeln, RSE. Und auch jetzt wieder OLS1, dann weiß man, das sind die Standardfehler des OLS1-Modells. Und das Ganze macht man, indem man die Wurzel Square Root der Diagonalen der Kovarianzenmatrix errechnet. So, auch das ist errechnet. Und jetzt kann man sich die ausgeben lassen. Und da haben wir sie. Wunderbar, das war's für dieses Video. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.